Roger. Ja, gibt's nichts, oder was? Noch mehr Fragen. Schön. Oh, oh Gott. Wir kommen nicht weit. Oh nein, Schaden genommen. Yes. Das wirst du noch bereuen. So. Wir machen weiter hier. Dein letztes Gebet. Und da warten schon die nächsten Feinde. Ach du Kacke, sind das viele. Nein, nein. Ja, tut mir leid, wenn der den nicht irgendwie anvisiert. Ach du. Komm. Los, komm. Jetzt habe ich dich aufgepasst. Tut mir leid. Und runter. Was zum Teufel geht hier vor? Verrat, Manuel. Ihr müsst in Deckung gehen. Geh mir aus dem Weg. Bürger, Soldaten, wart die Fassung. Lasst euch nicht leiten von Furcht. Wir sind die wahren Hüter von Konstantinopolis. Wir sind die Herren dieses Landes. Wir sind Byzantiner. Goraio, seid standhaft. Lasst niemanden eure... Skatter, haltet den Mann. Seht ihn nieder. Hoho, meine keine Gesundheit verlieren. Das wird ja lustig. Ja. So, dann fangen wir ihn doch mal. Und? Oh. Haltet ein und denkt nach. Denkt an die Leben, die ihr heute zerstört habt. Die Anarchie, die ihr hier seht. Warte, tut mir leid, wenn ich einfach mal so rüberkletter. Was ist das denn hier? Ich glaube, da geht's nicht mehr weiter, Fendi. Ihr nutzt ein armes und vertriebenes Volk für eure eigenen vergeblichen Pläne aus. Doch wir kämpfen für Würde, Assassine. Wir kämpfen für Frieden in diesem geschundenen Land. Die Templer reden immer schnell vom Frieden, doch lösen sich nur langsam von der Macht. Weil nur Macht Frieden schafft, Vlaka. Anders kann es nicht funktionieren.
Das Volk ginge unter ohne eine starke Hand, die es führt und es auf Linie hält. Da ist es. Das Monster, das ich töten will. Oh. Das habt ihr euch leichter vorgestellt, hm? Jupp. Oh. Tut mir leid. Ich hätte Konstantins Nachfolger sein sollen. Ich hatte so viele Pläne. Eure Träume sterben mit euch, Manuel. Euer Reich ist nicht mehr. Aber ich bin nicht der Einzige mit dieser Vision, Assassine. Der Traum unseres Ordens ist universell. Osman, Byzantiner. Das sind nur Namen, Kostüme und Fassaden. Unter dieser Hülle sind alle Templer Teil derselben Familie. Genug geplaudert. Gebt mir den Schlüssel von Masyaf. Dann nehmt ihn. Nehmt ihn. Und sucht euer Glück. Seht, ob ihr auf 100 Schritte an diese Bibliothek herankommt, bevor einer von uns euch erledigt. Ho! Armer Manuel. Letzter der Paläologie. Ich hätte ihn die Masyaf-Expedition nicht führen lassen dürfen. Er war ein arroganter Mann. Hier nicht auf Kurs zu halten. Ihr enttäuscht mich, Ahmed. Warum die Templer? Weil mich diese sinnlosen Blutfäden ermüden. In denen Vater gegen Sohn steht. Und Bruder gegen Bruder. Um wahren Frieden zu erreichen, müssen die Menschen als Einheit denken. Und unter einem Vordenker. Die Geheimnisse im großen Tempel werden uns genau das geben. Und Altair wird uns dorthin führen. Irrglaube. Altairs Geheimnisse sind nicht für euch. Ich möchte nicht argumentieren, Ezio. Ich bin wegen der Masyaf-Schlüssel hier. Ach, gibt es etwa mehr als den einen? So habe ich gehört. Vielleicht frage ich jemanden, der es besser weiß. Sophia Sator. Heißt sie nicht so? Sie weiß nichts. Lasst sie in Ruhe. Wir werden sehen. Ich bringe euch um, wenn ihr sie anfasst. Das würdet ihr versuchen. Nicht gut. Templer. Gute Führung von Prinz Ahmed. Drohen so viel zu ermorden, falls Ezio ihnen die Masyaf-Schlüssel nicht übergibt. Verlassen sie Kabadomidide und eilen sie nach uns in die Gruppe zurück. Ich meine, sie hilft der Gesundheit von ihr. Tut mir leid. Bereit? Jetzt! Komm, greift an! Und tot ist er. Ach, er flieht. Ich sehe ihn! Es freut mich. Schnell, mein Schwieger! Verliert ihn nicht aus den Augen! Axe-Action. Okay. Nochmal ganz schnell zurück zu Konstantinopel. Achtung. Und hier ein Animus-Fragment. Das mit 34 auf der Animus-Seite. Ach. Nicht gut. Thank you.
Warte. Medizin tue ich mal auf 1. Alter. Arme Mensch. Schnell hier raus. Brennt ja alles. Sieht hier auch gar nichts. Oh ne, nicht die schon wieder. Können wir das Problem nicht irgendwie anders lösen? Ich hab gar nicht auf mein Leben geachtet. Der nächste und der letzte. Gott. Alles klar. Naja. Schade. Und wir spielen jetzt wieder als Altair. Sehen, was uns jetzt erwartet. Altair im Alter von 92. Unsere gemeinsame Zeit war kurz, ja. Doch ich hoffe, der Kodex wird alle Fragen beantworten, die ihr euch stellt. Altair. Dieses Geschenk ist unschätzbar. Grazie. Nun, wohin geht ihr als nächstes? Zurück nach Konstantinopoli für eine Weile. Wir gründen eine Gilde dort, dann geht es heim nach Venezia. Euer Sohn Marco wird sicher die wilden Geschichten seines Vaters hören wollen. Er ist etwas jung für solche Geschichten, doch eines Tages... Sie. Vater, ein Stoßtrupp der Mongolen ist durchgebrochen. Das Dorf wird überrannt. Niccolo. Eure Waren und der Proviant warten am Dorfeingang auf euch. Wir eskortieren euch. Hab Dank, Mentor. Katapulte bereit? Auf mein Zeichen achten! Bleibt dran! Der wirkt mir fitter als mit, irgendwas mit 16 Jahren, mit 60 Jahren. Und wir haben hier einen Edelapfel. Der kann schnell gehen, hey! Die Polos sind sicher drin. Ah, da sind die Polo-Brüder. Oh, grüß Gott. Ich brauche Hilfe! Hier lang. Der lebt ja kein Leben. Brother hatte ja Leben verloren. Oh. Meine unsichtbaren Assassinen-Freunde. Das ist ungefähr. Bewegung. Gut, dort lang. Und? Hier drüben! Ein Toter. Sag mir mal einer, was hier passiert ist. Dafür wird jemand bezahlen. Töt ihn. Ja, super. Bleibt dran.
Gut, dort lang. Wo denn? Ach, da. Achtung. Hat ja Spaß, hier mit den Apfel rumzuspielen. Vater, seid ihr verletzt? Ah, nur einen Moment. Ja, das Ende einer Ära. Als ich noch jung war,